Moin zusammen, Eral hier. In der letzten Folge haben wir hier mal angefangen, das Lager einzuräumen. Das machen wir jetzt einfach mal weiter und hoffen, dass unser Typ nicht noch ein bisschen gelangweilter wird. Aber wenn es geschafft ist, ist es geschafft. Das muss man halt einmal machen. So, jetzt nehme ich hier mal alles weitere, außer die Propangastanks. Die brauchen wir nämlich nicht da hinten im Lagerraum. Dann machen wir das heute mal auf die Schnelle noch fertig. Und dann gucken wir, was wir dann als nächste To-Dos aufschreiben. Beziehungsweise als To-Dos dann sagen und letzten Endes vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Um dann nochmal drüber nachdenken zu müssen. So, auch das unbrauchbare Holz mache ich hier mal rein. Ich würde sagen, wir machen demnächst vielleicht mal so eine coole Feuerstelle da vorm Haus. Da stellen wir dann irgendwie einen gemütlichen Stuhl hin und ein bisschen eine Kiste mit ein bisschen Bier und so. Hat nämlich mehrere Vorteile. Dann haben wir einmal eine coole Feuerstelle vorm Haus. Das ist Punkt 1. Das ist auch der wichtigste Punkt auf jeden Fall. Und wir können aber auch diese Zombie-Leichen mal loswerden und verbrennen. Dann stinken die uns nicht unseren Vorgarten voll. So, ein Gummiband des Sonstiges, würde ich sagen. Hallo? So, dann der Kleber. Also Klebeband haben wir richtig viel. Weiß nicht, ich bin da vorbelastet von anderen Spielen, wie Fallout zum Beispiel, wo man einfach extrem viel, also man braucht erst extrem viel Kleber und hat es aber nicht. Und dann hat man extrem viel Kleber und braucht es nicht mehr, weil die Waffen halt schon aufgerüstet sind. Ist hier ein bisschen anders. So, Wasservorräte steigen auch. Ich kann ein bisschen sprinten. Ich glaube, hier ist nicht mehr so viel los, was Zombies angeht. Zumindest mal nicht in der direkten Umgebung. Da können wir auch mal ein bisschen rennen. So ein bisschen fit halten. Was ist das? Nee, das passt nicht alles rein, oder? Nein. Das wird richtig cool, wenn dann hier alles voll steht mit Regalen. So ein richtiges Hochregallager. Alles voll mit nützlichen Materialien natürlich. Aber das dauert noch. Also, ne, wenn so ein Regal 40 Kilo pro wiegt, da müssen wir oft fahren, dass wir genug Regale hier anschaffen können. Aber das Walkie-Talkie wollte ich noch hier hin machen. So. Das kommt vielleicht hoch. Haben wir schon Doch, wir haben schon einen Kleiderschrank, ne? Waren ja da neulich mal bei der Midsommernacht bei IKEA. Hier in der Nachbarschaft. War alles kostenlos. War eine coole Aktion von denen. War nur komisch, es war alles schon aufgebaut. Wir mussten es erst selbst abbauen, um es dann selbst wieder aufzubauen. Also da hat IKEA sein Konzept jetzt doch nochmal ein bisschen überarbeitet. Bisher war es ja nur selbst aufbauen. Aber gut, hier in Knox County läuft halt manches so ein bisschen anders, ne? Oh, wir könnten unglücklich werden. Ah, da müssen wir jetzt durch. Wir sind ja gleich fertig. Dann können wir mal gucken, ob wir mal ein Buch lesen oder so. Also jetzt kein so ein Lernbuch. Ich glaube, das langweilt auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber mal so den Zombie Survival Guide zum Beispiel. Der ist ganz cool. Also wirklich Kaufempfehlung. Wen solche Sachen interessieren, ist richtig gut geschrieben. So. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich hier zu den Leichen gehe, um da Sachen reinzupacken. Aber das sind Sachen, die sinnvoll wären zwar zu haben, aber die ich irgendwie nicht will. So. Also ich gehöre so zu der Fraktion auch bei Aufbauspielen so eher ein Schönbauer. Auch wenn ich meistens ein bisschen zu unkreativ bin, dass da enorm viele Leute gibt, die tatsächlich deutlich schöner bauen als ich.
Aber so, ich mag das zum Beispiel so bei Anno, wenn Städte organisch wachsen einfach, weil das dann halt besser aussieht, als wenn da jetzt einfach so alles einfach nach Raster ist, dass es möglichst effizient ist und so. Und genauso ist es hier auch so ein bisschen. Auf der einen Seite muss ich natürlich gucken, jetzt gerade im Sommer nicht zu viel anzuhaben. Gleichzeitig will ich aber auch irgendwie cool in Anführungsstrichen aussehen und irgendwie, sagen wir, sinnvoll wenigstens aussehen. Und da gehört halt so ein Feuerwehroutfit im Zweifel nicht dazu, weil es ist halt Hochsommer, ne? Wir haben Juli. Und da damit so ein Feuerwehroutfit rumzurennen, das ist, glaube ich, schon sehr warm, ne? So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte, glaube ich, ein Buch lesen. Oder weißt du was? Wir gehen einfach raus. Wir wollten ja noch rüber zur Polizeistation mal gucken, was die uns so für Best-Offers für ihre Waffen bieten können. Ich glaube, da wird einem dann auch weniger langweilig. Jetzt nehmen wir eine Vorschlaghammer mit. Haben eine leere Tasche, sehr gut. Und dann gucken wir mal, was wir da Großkalibriges holen können. Sind hier... Ich glaube, hier unten das Eck, das ist schon recht sicher. Außer jetzt der da, also der chillt halt in der Sonne, ne? Aber gleich nicht mehr. Dass es wirklich jedes Mal so lang dauert mit der Brechstange. Ich meine, eine Brechstange ist relativ dick und wenn man damit volle Kanne auf den Schädel zielt. Na, guck mal, da sind auch noch ein paar Kumpels. Guten Tag. Drive-In, was darf sein? Hallo? Legt er sich erstmal zu seinem Kumpel ab. Einmal Schläge zum Mitnehmen, bitte. Macht dann 3,50. Plus Märchensteuer. So. Wer kennt's nicht? So eine Sicherheitstür, zwei Schläge mit dem Vorschlaghammer und das Ding ist weg. So, gucken wir mal. Schrotpatronen. Wir nehmen erstmal... Ah, eine Schrotflinte gibt's auch schon. Perfekt. Nehmen wir mit. Suchen wir jetzt erstmal alles, was Schrot beinhaltet. Weil das ist so die wichtigste Waffe erstmal, so in der Zombie. Da brauchst du nicht gut zielen können, triffst trotzdem immer irgendwas. Aber ich glaube, wir können tatsächlich eigentlich schon alles mitnehmen. Weil es doch, die Ausbeute ist doch nicht so groß, wie ich gehofft hatte. Jetzt nehmen wir mal hier noch Magazine. Oh, ein Waffengurt. Was macht man damit? Hallo? Reduziert das Gewicht. Cool, warte. Kann ich das machen? Was brauche ich dann dafür? Anbringen? Nee. Oder hat das schon... Ah, das hat schon Waffengurt dran. Ah, okay. Verstehe. Und den Kleber. Und zugleich ist uns auch nicht mehr langweilig. Ne? Wie ihr seht, hilft es was, gegen Zombies zu kämpfen. Dann können wir mal gucken, was hier noch in den Berben. Sehr gut, daraus kann man Molotow-Cocktails bauen. Also, oder man setzt sie ans Feuer und besäuft sich, aber eins von beiden halt. Ne? Man sollte nicht beides gleichzeitig machen. Noch Klebestreifen. Es gibt so eine Mod, die wollte ich auch eigentlich mal holen. Da hören sich die Zombies dann so an wie die Klicker von The Last of Us. Ich glaube, das ist dann auch ganz spannend. Ah,
Ah, ich will den fahren. Was ist denn eigentlich wieder mit dem Interface los? So. Jetzt. Aber es gibt einen Trick. Manchmal passiert es, dass, also man kann hier so die Umgebung durchsuchen. Das ist eigentlich so für Nahrungssuche gedacht, aber manchmal hilft es auch in Städten. Wenn man zum Beispiel sagt, wir machen uns auf die Suche nach genau diesem Zombie hier. Den hätten wir ohne die Nahrungssuche auch nicht gefunden. Nee, Quatsch. Man kann hier, ne, und dann sieht man, hier ist es zum Beispiel ein Stein. Das heißt, man kann jetzt diesen Stein dann halt aufnehmen in die Reisetasche und damit dann irgendwelche lustigen Sachen bauen. Die Brille nehme ich jetzt auch einfach mal mit, auch wenn ich sie direkt wieder rauswerfe. Einfach nur um zu... Okay, ich dachte, es gibt jetzt durchgehend Erfahrung. Nee, und dann kann man hier rumlaufen. Ich glaube, wenn man geduckt läuft, ist es noch ein bisschen besser. Und suchen. Und manchmal passiert es, dass dadurch dann Schlüssel... Ich weiß nicht, ob sie dann spawnen oder ob sie schon immer da liegen und man sie halt nicht so richtig sieht, ehrlich gesagt. Oder ob es tatsächlich so ist, dass man dann hier rumlaufen kann und Schlüssel spawnen, weil dann hätten wir... Gott, habe ich mich erschreckt. Dann hätten wir nämlich mal ein besseres Auto. Also noch zusätzlich noch ein besseres Auto zum jetzigen Auto. Weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß. Passt da mehr rein? Hallo, so. Hier. Nee, es passt weniger rein. Ja, okay. Dann brauchen wir es eh nicht. Also. Aber wir können mal gucken hier bei dem LKW vielleicht. Vielleicht passt da noch ein bisschen mehr. Also, ja, es ist ein LKW, da dürfte auf jeden Fall mehr reinpassen. Aber vielleicht hat der sogar einen Der hat keinen Schlüssel. Okay, verstehe. 107. Aber das ist auch nicht so viel mehr. Also hier passen jetzt 87 rein, in anderen passen 130 rein. Das ist ehrlich gesagt kein so großer Unterschied. Ist auch komisch. Aber vielleicht finden wir hier einen Schlüssel. Ich meine, so ein bisschen mehr ist ja immerhin auch ein bisschen mehr, ne? Sind ja 50 Tragekapazität oder anders gesagt ein so ein Regal. Plus 10 Tragekapazität. Nee, okay, findet man keinen Schlüssel. Schade. Ich glaube, das haben wir schon mal versucht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hier sind schon Maden drin. Lecker. Die kannst du essen. Macht dich unglücklich. Kann ich gar nicht verstehen, dass einen das unglücklich macht. Mein Leibgericht. Bitte nicht zitieren. Guck mal, hier hat sich schon wieder einer rein. Wir können ja mal das Gerichtsgebäude einfach mal so ein bisschen erkunden. Mal sehen, was es da drin noch so zu finden gibt. Wahrscheinlich nicht so viel fürs Überleben wichtige. Aber wenn wir jetzt gerade schon mal draußen sind, ich meine, bevor dem werten Herrn wieder langweilig wird, ne? Also schon wichtig, dass man da beschäftigt bleibt. So, der ist draußen, der kann auch draußen bleiben. Wo fangen wir an? Ja, also hier sind, glaube ich, Toiletten. So, einmal. Ne? Also für die, die es sehen wollen. Hier gibt es auch noch Toiletten. Toll, und hier kommen wir überall nicht durch. Ah, wir haben aber den Vorschlaghammer. Warte mal. Gut, dass wir den dabei haben. Der öffnet viele Türen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei im wahrsten Sinne des Wortes öffnet da alle Türen. Hier sind so... Ist das verwahrt? Nee. Warum haben die denn Verhörsäle hier? Ich meine, es ist doch ein Gericht. Da ist doch der Gerichtssaal eigentlich der Verhörsaal, oder? Oder verwechsel ich da jetzt was? Ja, komm, hier ist auch nichts drin. Brauchen wir auch nicht weiter reingucken. Ja, sollen wir den Kollegen da unten vielleicht mal kurz? Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig.
Ruhig bleiben. So ist gut. Einfach ein bisschen entspannen. Danke für die Streichhölzer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, was haben wir hier hinten noch? Aber ich glaube, das Gericht ist ehrlich gesagt wirklich nicht so... Ah, hier hat's Regale. Okay, ich nehme alles zurück. Die Regale sind cool, die brauchen wir. Ja, die kann ich nur gerade nicht mitnehmen. Ich glaube, das muss ich dann nochmal machen. Aber müssen wir uns merken, dass hier zwei Regale drin stehen. Sagte er und vergisst es dann sofort wieder. Noch mehr Regale. Boah, da haben wir eine super Nachbarschaft für Lagernde quasi. Jetzt haben wir natürlich das Inventar voll. Aber das ist unpraktisch. Und noch mehr Regale. Hier ist, glaube ich, das Richterzimmer. Holzzeug kriegen wir noch runter. Liegt ja noch so auf dem Tisch. Mit Wachsmalstiften. Oh, das ist ja schön. Sehen sicher toll aus, die Urteile. Da sind ja schon wieder welche. Ist noch ein Richterzimmer. Oh, das nehme ich mal mit. Landwirtschaft auch. Das ist gut. Landwirtschaft ist sehr gut. Weil wenn wir ernten, dann kriegen wir quasi die Skillpunkte aus der Ernte. Und aus dem Anbau auch und so. Und bis dahin sollten wir das Buch auf jeden Fall gelesen haben. Ja, ihr seid aber hartnäckig. Die Hausschlüssel... Die nehme ich einfach mal mit. Da steht zwar nicht dran, von welchem Haus die ist, aber ich meine, Achso, ich bin... Oh Gott, ich bin zu schwer beladen. Gott, schon gedacht. Dass jetzt vorbei wäre. Ja, dann machen wir uns mal langsam auf dem Rückweg. Ganz behutsam. Wir sind auch ein bisschen erschöpft, ne? Das heißt, es macht eigentlich Sinn, wenn wir jetzt mal gucken, dass wir schlafen gehen. Warum hat es hier eigentlich so Billo-Stühle und oben sind so Holzstühle? Ist das hier irgendwie das Amtsgericht und oben ist das Landgericht oder wie kann ich mir das vorstellen? Das passt nicht mehr rein. Ich glaub's nicht. Komm, die Flasche. Brauchen wir halt schon. Ich würde halt schon gerne noch weitere Wasservorräte anlegen, weil mit 3, 4 Flaschen kommst du halt nicht weit. Und ich weiß halt nicht, wann das Wasser ausfällt. Ich glaube, Standard ist so zwischen 0 und 30 Tage. Und es wäre ungünstig, wenn das halt eher in Richtung 0 Tage ist als in Richtung 30. Also wenn das jetzt die nächsten Tage passiert und wir halt kein Wasser eingelagert haben. So, ich sprinte mal darüber und hoffe, auf dem Weg passiert nichts. Der Kollege da hinten hat uns nicht bemerkt. Sehr gut. Aber dann wissen wir zumindest, wo wir weitere Regale für unser Lager herkriegen. Das ist doch schon mal gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mal hier reingehe. Eigentlich kann man genauso gut hier mal durch den Vordereingang gehen. Zumal mal erstmal zum... Na, beide sind ja Waffen. Die Waffen müssen ja trotzdem da rein. Aber zwischendrin kann man... Hallo. So, selbst ausgesperrt. Kann man hier... Hier habe ich, glaube ich, den Kleber. Kann man den mal hier einlagern. Scharfen Stein. Ich weiß nicht, was ich mit dem scharfen Stein mache erstmal. Ich mache den mal hier zum Sonstigen. So. Den Vorschlag, der wiegt halt enorm viel, ne? Lege ich jetzt mal wieder dahin. Wir haben, was wir wollten. Wir haben die Waffen.
Müssen wir die nur noch einsortieren. Und dann können wir demnächst mal so ein bisschen Gun-Game draus machen, ne? So, 9 mm. Und der Rest sind dann... Okay, ist mein erstes Gewehr. So. 308er, Schrotpatronen, das sind alles Gewehrsachen. 308er Magazin, alles für Gewehre. Das packen wir mal da rein, den Waffengurt auch. Dann haben wir... hier hinten. So, das Feuerzeug, die Streichhölzer, so. Packe ich die Nägel da noch rein und dann bringe ich noch den Bourbon hoch. Und dann können wir uns ein bisschen ausruhen. Aber man sollte nicht kämpfen, wenn man angestrengt ist. Bei so einer gemäßigten Anstrengung geht es, glaube ich, noch einigermaßen, aber bei einer hohen Erstrengung sollte man schon gucken, dass man, wie sagt man auf Englisch so schön, let's call it a day. Das ist genau das, was man dann tun sollte. So, Bourbon ist ja auch was zu trinken. Jetzt packe ich da aber nur eine Flasche rein. Und die andere Flasche stelle ich jetzt mal hier auf den Tisch. Für schwere Zeiten quasi. So. Sehr gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal. Adios.